Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Visit. Und ihr seht natürlich schon, wir sind an der Burg. Und ich habe hier irgendeinen netten Backgrat. Die laufen hier einfach weg. Warum auch immer. Okay, soll mich jetzt nicht weiter stören. Die kommen schon wieder, wenn sie Hunger haben. Und wir gehen dann einfach mal in die Burg hinein. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Lilo. Und ja, falls ihr den Link einfach so über YouTube gefunden habt, das ist ganz toll. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin auf Facebook vertreten in unserer Fallout-Gruppe. Und da werden diese Videos auch fleißig gepostet. So, hier sind wir beim Eingang. Ich habe diesmal keine Mod für die Mauer genommen, sondern einfach mal selber meiner Kreativität freien Lauf gelassen. Ich werde heute auch nicht ganz so viel reden, weil mit meiner Stimme ist es heute nicht zum Besten. Deshalb immer nur kurz, was seht ihr? Und dann ist gut. Plumpsklos. Sie würden sogar funktionieren, wenn man denn wollte. So, dann geht's erst nach innen, dass ich die unteren Bereiche schon abgeklappert habe. Ihr seht ja hier in den Nischen, da habe ich die Betten verteilt. Ich finde, die passen sehr gut Denk hier immer unten dran, hin. was hier vor 100 Jahren passiert ist. Hilft uns das jetzt weiter? So, ganz hinten in dem Räumchen ist der Knast untergebracht. In den Zellen gibt es Schlafsäcke, eine kleine Toilette, Reifen zum Sitzen oder als Tisch oder was Das man halt Einzige, sonst auch was noch besser damit ist, als machen sich könnte. volllaufen zu lassen, ist Und ein bewegter Kampf. ein Stimmt. Waschbecken. Ja, denen in den Zellen würde es besser gehen als ihm hier. Der hängt hier die ganze Zeit. So ein bisschen Speed. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Zum nächsten Raum. Da hätten wir dann Prestons Büro. Rein theoretisch sollte er hier auch sitzen. Ich weiß gar nicht, wo der sich rumtreibt. Ich habe den extra auf diesen Schreibtisch hier anvisiert. Wer weiß. Dogmeat ist auch hier untergebracht. Er heißt bei mir komischerweise immer noch Hund, obwohl ich die Minutemen jetzt schon vor X Leveln befreit habe. Ich bin jetzt übrigens Level 43. Ja. So, ich glaube, in die Richtung geht's weiter. So, und im letzten Raum hier unten ist noch mal eine Dusche. Es ist irgendwie schade, dass die Siedler diese Duschen auch nicht nutzen können. Aber der Gedanke zählt. Dekoration ist alles, sage ich immer. So, kommen wir noch mal zum Innenhof. Ach, da hinten steht Preston. Da oben habe Was ich ist meine denn nun, was Sie Preston lassen? Würden Sie Powerrüst. daran erinnern, was wirklich wichtig Ja, ist? Preston, laber mir doch nicht ins Wort. Hier oben habe ich meine Powerrüstung platziert. Eine ist mir gestern kaputt gegangen. Ihr habt ja sicherlich, oder einige von euch, haben sicherlich den Clip dazu gesehen. Ja, ausgerechnet eine mit Jetpack. Das war dann sehr ärgerlich. Junge, warum stehst du hier und nicht an deinem Bürostuhl? Tja, dann habe ich noch mal eine Frage an euch. Vielleicht weiß das ja einer. Seht ihr diese Büsche hier? Wie die so wabbeln und wabern? Das habe ich bei vielen Büschen, das ist unnormal. Aber ich krieg's auch irgendwie nicht weg.
Ja, hier wäre zum Beispiel ein Loch in der Mauer gewesen. Die habe ich einfach mit Betonblöcken zugemacht, Treppen nach oben, damit man auch auf die oberen Bereiche kommt. Natürlich Abwehr obendrauf. Also ich bin schon echt gespannt, wie das sein wird, wenn die Bruderschaft hier angreifen wird. So, dann kommen wir in den linken Turm. Das ist der Gärtnereiturm. Wobei ich sagen muss, den werde ich nochmal umändern. Aber nicht jetzt in nächster Zeit. Also das, was ich hier an Bauzeit investiert habe, reicht jetzt erstmal. Aber so, ich sag mal so, wenn Ostern ist, so an dem Wochenende, werde ich hier nochmal ein bisschen Hand anlegen. Weil mir gefällt das nämlich nicht, dass hier so wenig Licht reinkommt. Deshalb werde ich hier mehr Fenster einbauen. Also ringsrum Verglasung werde ich machen. Und in einem ganz, ganz späteren Bauabschnitt werde ich auch die Mauern komplett ersetzen. Und zwar möchte ich austesten, wie das ist, wenn hier mit Beton gebaut ist. Aber es hat einen Grund, warum ich jetzt erstmal nur mit Holz gebaut habe. Weil die Minutemen sind halt, ja, was das betrifft, was das Equipment und so betrifft, nicht ganz so gut bestückt wie zum Beispiel eine Bruderschaft. Und ich denke mal, für die Minutemen wäre es auch schwieriger, an Beton und so zu kommen. Deshalb ist hier größtenteils mit Holz gebaut. So, ich kürze das jetzt mal ab. Haben wir die Stromversorgung. Dann gibt es hier eine kleine Schlosskapelle. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Das erinnert uns daran, wofür wir kämpfen. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. So, und dann können wir eigentlich auch schon richtig ins Kasernengebäude reingehen. Das Kasernengebäude, das teilt sich auf in drei unterschiedliche Gebäude. Oh, was für ein Deutsch. Egal. Da haben wir hier zum einen eine Werkstatt. Wenn Keine ihr Ahnung, euch wie viele wundert, Blasen ich habe. dass die hier einfach so Kann kaum rumstehen erwarten, oder bis diese teilweise verdammte rumlaufen, Hitze aufhört. das liegt daran, dass das sind Wachen. Größtenteils sind das Wachen. Und die haben auf dem Boden solche grauen Platten und da sollten die eigentlich stehen, aber die laufen auch Patrouille. Deshalb stehen oder laufen die auch immer irgendwo rum, nur nicht da, wo sie sollen. Das hier ist die Rüststube. Arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Und hier gibt's alles, was das Selbst so viel Kram Minuteman-Herz wie von begehrt. Kohlen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Rüstung, Arbeitsrüstung und Arbeitskleidung, Ausgerüstung, ja, Waffen und natürlich auch Powerrüstung. Also, dass ihr sehen könnt, das ist keine Deko, man könnte da auch rein. Ich werde mal sehen, ob ich da nicht schon Fusionskerne reinmache. Weil wenn hier wirklich mal die Bruderschaft angreift, möchte ich gerne diese Teile in Aktion sehen. Schauen wir mal. Noch ist es nicht so weit, aber ich weiß, der Tag wird kommen. So, hier oben ist dann im ersten Stock. Ach, meine Güte, das hasse ich immer. Na, egal. Du siehst Eine Art gefährlich Mensa aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. oder Ich mache mir Kantine. nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ein einfaches Leben ist das nicht.
Ja. So, und dann in diesen beiden Türmen, die hier sind, also die zu diesem Gebäude gehören, habe ich pro Etage Fitnessgeräte. Einmal die Hanteln und im nächsten Stockwerk, ja, die Pferde. Heißen die Dinger eigentlich Pferde? Ich weiß das gar nicht. Ich bin ein Sportmuffel. Ballsportarten ja, aber Geräteturnen, nee, das war nie so meins. So, hier hat man einen wunderschönen Ausblick. Einmal selbst auf das Burginnere, aber auch Richtung Boston. Oder Spectacle Island. Mal gut, dass die Sichtweite hier nicht so weit eingestellt ist. Da hinten entsteht nämlich eigentlich schon mein neues Projekt. Was das ist, wird noch nicht verraten. Ja, da dürft ihr euch auch drauf freuen. Das wird auch eine längere Führung. So, mal wieder ein bisschen Speed. So, ich gehe jetzt hier nicht die Treppen runter. Ich kürze wieder ab. So, wenn man denn hier aus dieser Rüststube rauskommt, dann wäre man auch schon im Haus des Generals. Aber ich habe es ein bisschen umändern müssen. Also unten, wo die Duschen sind, da war diese Klinik hier zuerst in kleinerer Version drin. Und hier, wo die Klinik ist, sollte eigentlich ein Büro für den General sein. Aber da Preston schon sein eigenes Büro hat, wollte ich hier nicht noch eins hinklatschen, weil zwei Büros muss ja nicht unbedingt sein. Deshalb gibt es hier einfach nur für den General Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der einen ohne leeren Empfangsraum. Magen endet. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Also, wenn man Anfragen hätte an den General, dann könnte man hierher kommen. Hier steht wieder einer, oh, im Boden. Ich hasse diese Bugs. Ich hasse sie. Aber ihr kennt das alle. Das ist ja nicht nur bei mir so. So, hier oben sind die Privatgemächer des Generals. Ja. Obwohl sie auch von anderen frequentiert werden. Eine kleine Bar. Ein Erinnerungsschrein für Sean. Mit Gegenständen aus dem Haus. Weil rein theoretisch weiß sie ja noch nicht, was mit ihrem Kind ist. So, ein Schlafbereich. Dann haben wir hier kleinen Küchenbereich mit Sitzecke. So, eine von zwei Terrassen. Da haben wir hier die Dachterrasse zum Ausruhen und Entspannen. Ja, das Leben eines Generals ist hart. Besonders, weil Preston immer das ganze Lob einsteckt. Ich komme hier echt manchmal gemobbt vor in dem Game. Tja, so ist das halt. So, und dann auf dieser Terrasse könnte man grillen oder einfach nur mal abhängen mit seinen Companions, Begleitern. Ich glaube, bei Sanctuary habe ich schon mal gesagt, wenn man das Wort nicht aussprechen kann, sollte man es lassen. Ja. So, dann gehen wir mal in die Konsole. Jetzt geht's ab nach oben. Mit einem Blick auf das Schloss sage ich Tschüss für heute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Visit, wobei ich noch nicht genau weiß, wann das sein wird. Es kommen jetzt die Osterfeiertage. Ob ich da die Zeit zum Bauen nutze oder ob ich da auch eins hochladen werde, ein Let's Visit, weiß ich noch nicht. Es laufen derzeit zwei andere Projekte. Auch von Let's Visit, aber ich muss immer sehen, wo ich die Lust habe, weiterzubauen. Im Moment zieht es sich wie Kaugummi. Aber das ist normal. Ich meine,
Wie heißt es so schön, was hat Peter Lustig immer gesagt? Einfach mal abschalten und hinaus in die Natur. Damit sage ich Tschüss, euch eine schöne Woche. Falls wir uns am Wochenende nicht sehen, ein paar schöne Osterfeiertage und bis dann.